Ich habe die Dampfmaschine fertiggestellt, Milord. Ja, Meister. Igor ist ein guter Junge. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feed the Beast Ultimate mit dem Extreme. Hallo. Und dem Hermann, der gerade vor mir rumspringt wie so ein junger Hund. Und gerade von dem lila Zombie getötet wird. So, komm her. So, jetzt gibt's auf die Omme hier. Was haben wir denn hier jetzt? Auf die Omme. Jetzt dementsprechend besser sein? Ja, wir haben jetzt gerade ein bisschen am Root rumgeschalten. Wir waren so doof, tatsächlich, wir haben es vorher in der ersten Folge noch erwähnt, die Login-Server sind down und dann fällt uns ein, wir restarten mal den Root-Server. Wir haben jetzt ein bisschen gebraucht, bis es wieder lief. Alles so ein bisschen doof Volk gewesen gerade. Ja, vor allem, weil ich das gemacht habe, Pfeife. Aber wir sind ja jetzt wieder voll für euch da. Ganz genau. Ja, in der letzten Folge haben wir schon ein bisschen angefangen, ja, weiter zu meinen, die beiden Trollos da oben sind, am Enderperlen suchen. Momentan irgendwie auch am meinen, ich bin gerade auch wieder, wenn ich auf eine Höhle stoße, ich kann nicht widerstehen, es geht nicht. Genau. So, ich werde jetzt hier auch mal einfach in dieser Folge ein bisschen gucken, ob wir vielleicht so ein paar Edelmetalle finden, so ein paar Diamanten oder so, wäre ziemlich cool. Könnte ich echt mega gebrauchen. Quarz, Max. Zertus? Zertus-Quarz? In der Version hast du nur ganz normal Quarz. Ja, aber das ist Zertus-Quarz. So. Ja, Zertus. Schön. Wir kommen unserem Lagersystem einen minimalen Schritt näher. So, unser episches Ziel ist es, ein vollautomatisches Lagerungssystem. Nicht für die Folge, aber. Das, also da hätten wir uns jetzt auch mal ein bisschen viel vorgenommen, wenn das für die Folge schon wäre. Wie lange soll denn die Folge dann gehen? Ja, ich weiß nicht, also wenn da... Wenn du ein System haben willst, kannst du gerne 4-Stunden-Folge machen, wenn du willst. Ja, so sehe ich aus. Ja, Mann, ich glaube, wir müssen uns echt mal persönlich treffen. Du scheinst mich echt irgendwie ein bisschen komisch einzuschätzen. Hey, es ist Nacht, warum drücken wir uns in der Höhle rum? Entschuldige. Ich hab kein Schwert. Pfeife. Das sollte man natürlich mitnehmen, wenn man Endermänner jagen will. Ja, ich schrott. Das war komplett heilen und... Ja, pass auf, wir gehen jetzt dann nach Hause, bauen uns einen Amboss und dann mache ich diese tolle Verzauberung, die ich in der letzten Folge erwähnt habe, einfach auf mein neu gebautes Diamantschwert, das ich jetzt dann gleich mache diese drauf. Am Zaubern und ich werde jetzt einfach mal so... Hups, da fehlt ein Stein. Oh, ich bin auf dem Bedrock. Cool. Und hier vorne blubbert es irgendwo. Eigentlich irgendwie so gar nicht cool. Hast du noch einen Waypoint, by the way? Ich habe meinen nämlich irgendwie verloren. Ja, ich hab noch einen Waypoint. Der wollte irgendwie nicht bei mir bleiben, der Waypoint. Oh. Bye bye, Jan. Da ist er ja rausgeflogen. So ein bisschen. Bin rausgeflogen. Left the game. Das ist doof. Das ist doof, okay, jetzt also, irgendwie. Ah, jetzt, ja, gut. Dann komme ich doch einfach mal wieder rein. Das tut mir jetzt leid, Leute. Das war jetzt so nicht beabsichtigt. Ich wundere mich schon. Die ganze Zeit läuft und nichts passiert. Oh, was ich jetzt noch erwähnen sollte. Wollte gerade, weil da haben wir nämlich gerade drüber gesprochen, mit diesem Mitspielen und so. Wir machen auf diesem Server hier ist eine Whitelist drauf, demnächst. Und wer da mitspielen wollte, der müsste sich halt dann einfach für diese Whitelist bewerben, einmal zu uns ins Test kommen, mit uns ein bisschen quatschen und so. Und dann können wir das alles hinkriegen hier. Whitelist SIP ist werden drauf, wir natürlich auch noch. Nicht, der ist schon. TSIP steht bei mir im Kanal. Also da können sie bei mir vorbeischauen, über uns, da steht die TSIP und alles drin. Ich werde die dann bei mir auf jeden Fall nochmal in diesem Video und im Kanal verlinken. Jetzt kommt da, glaube ich, ein bisschen Lava runter. Das ist nicht so cool. Gut, also hier geht's weiter. Schade. Und ja, wie gesagt, kommt einfach drauf, sprecht uns an. Ja. Und eigentlich ganz umgängliche Menschen. Und dann würde ich sagen, einmal nach Hause, dann machst du dir da dir Scheißteil da. Gib dir gleich ja, dir Scheißteil. Dass ich jetzt so rausgeflogen bin, tut mir leid. Ich werde mal gucken, ob ich das eventuell nochmal irgendwie schneiden kann. Kann es euch allerdings nicht genau versprechen. Ich blubbert hier vorne schon wieder. Das finde ich eigentlich irgendwie so überhaupt nicht cool. Die ganze Zeit so blubbert. Hallo Max. Ich glaube, ich werde mich definitiv nochmal an eine andere Stelle verbringen. Hallo. Na, schön da unten. So, aber irgendwie leckt das gerade. Ah, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, ist das jetzt heute ganz komisch. Ja gut, das kann sein. Tut mir leid auf jeden Fall für die Zuschauer. Ich werde es auf jeden Fall in den nächsten Folgen
besser machen. Genauso wie in der letzten Folge. Wenn ihr die anschaut, ich werde vielleicht ein bisschen laut rüberkommen. Ich habe jetzt mein Mikrofon ein bisschen eingestellt. Kleiner Einstellungsfehler von mir gewesen. Auch da tut mir leid. Ich glaube aber anschauen lohnt sich trotzdem. Immer, auf jeden Fall. Ich meine, so einen kleinen oder? Fehler, du hast ja gerade auch erst angefangen, da werden die Leute bestimmt nicht so pingelig sein. Ja, wollen wir es hoffen? Ich hoffe nicht, dass ihr mich gleich steinigen werdet. Wenn doch, meine Adresse verrate ich euch trotzdem nicht. ich komme aber dann mit, auf jeden Fall. Kevin, ja, sicher dabei. So, was habe ich denn jetzt hier alles für Kram dabei? Moment. Meine Adresse kriegen dann nur schöne Frauen ab 21. Wir haben eine Dierspitzhacke? Okay. Ja, ihr habt eine Dierspitzhacke. Haben meine Zuschauer auch schon zu sehen bekommen. Eure schöne Dierspitzhacke, weil ich die aus Versehen mit rausgenommen hatte. War eigentlich irgendwie gar nicht beabsichtigt. Oh, guck mal, Herz. Weiß nicht ganz genau, was es ist, aber ich nehme es einfach mal mit. Das ist immer gut. Wir brauchen eigentlich so ziemlich alles. Ja, ich glaube auch. Oh, was haben wir hier denn? Also bis auf Diamanten. Gewisse... Diamanten! Ich hab Diamanten! Ich hab eine Diamantenmine! Woo! Sag mal... Oh, und wie viele Diamanten? Ja, das ist der Wahnsinn. Ja? 6 Diamanten habe ich mitgenommen. Kann es sein, dass wir einen Kompressor brauchen für Eisenblöcke? McGregor, ja. Verdammt. Was ihr hier definitiv auch noch machen sollte, ist Macerator, beziehungsweise, nee, nicht Macerator, den Pulverisierer. Kannst du beides nehmen, das ist Macerator ist besser, glaube ich. Vor allem, wenn der weiß hier ja auch noch den Rotary Macerator gibt und alles, der geht dann richtig ab. Das wird dann aber alles automatisch ins Lagerungssystem angebunden und alles automatisch gemacht. Das macht der liebe Herr hier, der da steht. Der grüne Mann da, der macht das alles. Finde ich überhaupt nicht cool. Was? Kies, das ist überhaupt nicht cool hier. Kies ist scheiße. Genau, und jetzt so, mein Ziel ist jetzt in dieser Folge halt eben so ein paar Erze finden. Ich denke mal, ich werde dann schon in der nächsten Folge anfangen, ein Haus zu bauen. Oh, guck mal, wer ist denn hier? Haben wir nicht irgendwo so ein Drecksbuch gehabt? Ja doch. Plünderung 2. Was, dein schlaues Buch, wo Seite fehlt, oder welches? Normales Buch. Nee, so ein... Nee, normales haben wir nicht, wir haben nur dieses Plünderung 2. Wohl, ich habe ein normales Buch mitgenommen. Bin ich? Wir haben aber Leder. Aber wir haben kein Zuckerrohr. Wohl, haben wir auch in die Kisten. Ich sehe Sonja gerade im Hintergrund nicken, also wir haben auch Zuckerrohr. Redstone! Woo! Corrupted Ingot. Darf ich mir auch so ein fettes Schwert machen, ja, ne? Haltet aber nichts aus, gell? Also ohne Verzauberung ist es useless. Machen wir jetzt trotzdem so ein Schwert, einfach nur, weil es geil aussieht. Was ist das jetzt? Ach, Aluminium. Ich habe Aluminium gefunden. Ihr seht, wir waren auch schon kurz im Nether, weil wir diese tollen Routen hier gebraucht haben, ganz dringend. Hast du Zucker schon ausgenommen und Leder? Ich? Ja? Nee, aber ich gehe mal hoch und schau, wo ich... Genauso werde ich in den nächsten Folgen auch mit vielleicht noch Unterstützung von einem vierten... das Projekt Raycraft anfangen hier auf dem Server. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Ist für mich auch noch relativ neu. Ich habe es mir zwar angeguckt, ich habe auch schon ein bisschen mit gebastelt. Allerdings ist halt eben Ultimate doch nochmal wieder was anderes wie Direwolf. Im Endeffekt, wenn du es nur auf der 1.7 gespielt hast, dann ist es auf der gleichen Version. Es ist so ziemlich Raycraft alles dasselbe noch wie die. Ich weiß es nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Hallo, im Übrigen. Da ist er. Da ist der mysteriöse Mann, der immer im Hintergrund spricht, den man nie sieht, da ist er. Mysteriöse Mann, der im Hintergrund spricht, wer ist denn das? Oder du! Wo ist er? Warte mal, ha! Ach nee, das ist die falsche Taste, da ist er! Haha! Könnt ihr mich einfach mal von vorne sehen? Ja, ich habe eine Counter-Strike-Skin. Er sieht aus wie ein Vergewaltiger, ja, das ist richtig. Mit seiner Gummimaske. Das ist keine Gummimaske, das ist ein Sturmhaube. Mensch, hast du kein Counter-Strike gespielt? Nein. Was? Merkt's. Noch nie, nein. Gut. Nein. Und nein, für meine Zuschauer, ich werde definitiv kein Counter-Strike Let's Playen, auch wenn man es jetzt des Öfteren bei anderen Let's Playern sieht. Das ist für mich einfach zu zeitintensiv und auch in meinen Augen nicht sehr lohnenswert. Allerdings dürft ihr trotzdem ganz gerne eure Spielwünsche weiter in den Kommentaren posten. Ich werde sie mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen und gucken, was sich realisieren lässt.
So, ich kann erst noch mal eine kleine Ankündigung machen. Bei mir wird, da sich's ein, zwei Leute gewünscht haben, wird auf jeden Fall Skyrim demnächst wieder weitergehen. Mein episches Skyrim-Projekt. Mal schauen, was sie machen. Genau, und für unsere Left 4 Dead 2 Spieler, auch ihr könnt euch freuen, wir werden auch demnächst ein Projekt mit Left 4 Dead 2 anfangen. Dort haben wir uns vorgenommen, den Kampagnenmodus durchzuspielen. Dort, Custom ja, Maps. schon, schon. Custom Maps werden wir unter anderem auch nehmen, genau, da hatte Hermann schon recht. Einfach mal gucken. Lasst euch überraschen. Genau. Es wird Wir auf brauchen jeden Fall jetzt viel, noch. viele neue Projekte geben, demnächst. Viele verschiedene auch. Mal sehen, kaum bin ich da, geht's ja auch voran. Ha, ich bin so cool. Ich glaube, ich werde schon mal oben meine Bienenstöcke aufstellen. Eine Bienenstöcke? Ey, lass die Finger von dem DNS-Craft. Ich will das. Ja, also da müssen wir uns streiten, weil das liebe ich auch. Das liebe ich definitiv. Sei froh, dass hier kein PvP an ist, dann zeige ich dir, wer von uns beiden hier. Das ist einer der geilsten Mods, die hier drauf sind, finde ich. Also ich Also mag das kann voll ich auch nur gerne. empfehlen für die, die PvPs noch nicht so ganz ausgereift sind. DNS-Craft ist wunderbar. Für die, die DNS-Craft nicht sagt, ist das mit Bienen und Blüten, um es sozusagen, wie unsere Eltern es immer früher beschrieben haben. Nein, es geht hier jetzt nicht um die schönste Nebensache der Welt, Es sondern geht es hier geht um hier. diese hübschen Dinger, die ich hier gerade aufgestellt habe. Genau die da. Genau. In die man Blumen. diese wunderschönen Bienen reintun kann, die ich hier Genau, auch habe. ich werde jetzt auch nochmal nach oben kommen. Max? Was der Waters euch gerade zeigt, sind die Apiaries, die Ja, ganz genau. Bienenstöcke, beziehungsweise Bienenkörbe. Oh, da könnt ihr euch auch nochmal eben angucken und es leckt gerade schon wieder. Werde ich jetzt auch Max? direkt mal ein, zwei Durchgänge starten hier. Genau. Und guck mal, da Max? könnt ihr gleich sehen, hier diese komischen Blubberblasen, das sollen eigentlich Bienen darstellen, die jetzt ausspüren und ihr werdet sehen, so, vielleicht noch nicht in dieser Folge, aber in den nächsten ein, zwei Folgen werdet ihr sehen, es ist hier alles voll mit Blumen. Von roten Rosen über Narzissen bis hin zu Glücksklee und was nicht alle. Ihr werdet hier auf Junge, jeden was Fall jede willst Menge du? Geh finden. sterben. Ja, danke, ich bin doch schon die Treppe runtergefallen. Du bist sehr Weil freundlich heute, Hermann, wirklich. im Übrigen, Leute, das war jetzt nicht abgesprochen, das ist jetzt tatsächlich ein ganz doofer Zufall gewesen, dass er sagt, geh sterben und ich in dem Moment dann die Treppe runterfallen. Doch, das haben Unser wir ganzes vorher Skelett so bei abgesprochen, der auf jeden Treppe Fall. hoch kann und zeigen. Moment. Max, ihr Da. habt einen Auftrag für dich zum Bauen, wenn wir's. Ja, sag an. Hobbyist Steam Engine. Was? Blubblub. Hobbyist Steam Engine. Schlaues E. Schreibt man wie? Sag mir A den Mod O E IC2, B oder? Y. Ja, na, ist IC2, das dürfte Industrial. Na, Raycraft sein. Raycraft, Was dann ihr gehe ich mal unter Mod. jetzt auch seht beim Waters alias Max, der zeigt euch, der ist jetzt gerade mit dem Too Many Items am Arbeiten. Ich habe es schon in meinem ersten Projekt, in meinem Singleplayer-Projekt erwähnt, dieses Too Many Items, das gibt es Ah, jetzt bei nicht too vielen. many items, bitte Das nicht ist falsch sagen. NEI. Das ist Now NEI, Steam was wir Ach, gerade N unten. N NEI. NEI, Ja. Entschuldigung. Mein NEI ist die Fehler. Abkürzung, ausgesprochen wird Nothing and Out Items. Ja, ganz Ja, genau. Entschuldigung, mein Fehler. Ich habe es aber auf jeden Fall schon in meiner letzten Folge von meinem eigenen Projekt angesprochen. Ist auf jeden Fall eine sehr lohnenswerte Geschichte und ich habe schon wieder Diamanten gefunden. Wie geil ist das denn? Das ist Fit Beast. Ja, das sind Diamanten echt. Du kannst ja auch mit dem Miniumstein, den wir hier oben in der Kiste haben, kannst du ja Diamanten aus Gold machen. Moment, wo. Commercial oder? Hier gibt's die Wie heißt das hier oben? Dampfmaschine des Bastlers. Wieso habe ich das auf Deutsch? What the fuck? Ja, für meine Zuschauer in der ersten Folge von meinem eigenen Projekt, tut mir leid, es ist nicht Too Many Items, es ist. Nennt sich das wieder NEI, ne? NEI, not enough items, ja. Genau. Genau. Ist aber auch nicht schlimm, Da weil. verzeiht. Verzeiht mir bitte, Hört ich gerade nicht mehr? Oder ich höre ihn gerade zumindest nicht mehr? Doch, ich bin noch da. Okay. Was Da brauchst du? ist noch Ganz kurz, irgendwie. was brauchst du jetzt? Commercial Steam Engine, oder? Hobbyist die Menschen. Die Sag von dann doch nicht, wie das auf Zeldencraft-Zacke? Deutsch heißt. Ja, ich hab die. Steam Engine ist bei mir auf Englisch Moment immer. Bauen hier nochmal eben die Diamanten ab. Die brauchen wir nämlich ganz Steam. dringend. Denn ich werde euch gleich was zeigen. Einige kennen es von euch vielleicht noch nicht. Nein, das werde ich euch noch nicht zeigen. Das zeige ich euch in der nächsten Folge. Machen wir ganz spontan einfach mal die nächste Folge dann von. Ihr dürft euch überraschen lassen. Ich hab da gerade was ganz Gutes für die nächste. Jetzt glaube ich mir gerade wieder voll abgehackt. Oh. Hermann, Ja.
Ich habe jetzt, wenn ich Steam eingebe, habe ich die Commercial Steam Engine, die Warte, wie Industrial wird das? Steam Engine und die Steam Engine. Bin ich immer noch so abgehackt oder geht's jetzt wieder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du hast einfach deine Was, Empfindlichkeit du hast vom die Teamspeak ein bisschen runtergestellt. Commercial, Commercial. die Industrial und die Steam Engine. Genau. Die gelbe Hobby ist nicht da vorne. Weißt du, was ich jetzt kurz mal mache? Was? Oh. Beziehungsweise das machen wir beim nächsten Cut, werde ich das einfach mal auf Englisch stellen. Ich mache jetzt einfach mal Dampf. Anscheinend habe ich das auf Deutsch, womit ich überhaupt nicht klarkomme. Die Ja, Max, die Dampfmaschine deutsche des Sprache ist schon sehr Bastlers schwach. hat die folgende Jetzt auf Nummer: gelb ist die Textur. 1054-7. Oh. Ja. Alles klar. Die Wie heißt Dampfmaschine der auf des Deutsch? Bastlers heißt die auf Deutsch. Okay, ist okay. Drei Goldnuggets, ein Glas, vergoldetes Zahnrad und ein Kolben. Man merkt mal wieder, Minecraft auf Deutsch ist OP. Da ist Minecraft ein auf Kolben. Deutsch ist zum Kotzen, ohne Witz. Also Da ist ein komme Kolben. ich überhaupt nicht klar mit den ganzen Technikmods, wenn die alle auf Deutsch sind. Geht gar nicht Ich klar. muss, also ich muss ganz ehrlich sagen, dazu, ich spiele Minecraft, beziehungsweise, ja doch, Minecraft eigentlich schon seit ewig und 500 Jahren auf Deutsch und ich habe da keine Probleme mit. Ja, und ich spiele es eben, seit Ey, wo ich kommst du denn Minecraft her? habe, auf Englisch. Und deswegen bin ich das halt so gewohnt, leider. Eh genauso. Ich komme überhaupt nicht klar, wenn Minecraft auf Deutsch ist. Das geht gar nicht klar. Zombie-Hirn. Das brauche ich dann später für Tomcraft ganz dringend. Da sind Hast du ein ganz paar feine Sachen Zombie-Hirn? drin. Oh ja. Zack. Eisenerz. Eben hier so ein bisschen Haben wir denn hier Brennplatten. Gold? Ich habe Zack. doch hier Gold gesehen. Da. Ich hoffe, das waren nicht alle Goldbarren, die wir haben, weil sonst kann ich nur ein Zahnrad machen. Ach, da sind noch welche. Gut. So. Dum -dum -dum Ansonsten -dum kennst du das Wort craften, beziehungsweise durchschmelzen. Ja, aber ich dachte, wir haben generell kein Gold mehr. Okay, ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Moment. Tipp. Ach ja, okay. Wer lesen kann und gucken kann, ist klar im Vorteil, auf jeden Fall. Ja, sagt man so, ne? Habe ich von gehört. So, vergoldetes Ding. Was brauchen wir Ist noch? das jetzt Kolben eigentlich, haben wir. ist das jetzt eigentlich vom Aufnehmen her besser? Also, verstehst du mich jetzt besser? Gerade schon, aber du hattest immer so, wenn du irgendwie gerade was erzählt hast mit der nächsten Folge und so, was du gerade angefangen hattest, da hattest du dann immer so Abhake. Ich weiß nicht, ob es bei dir bei der Aufnahme auch so war, aber bei mir war es zumindest so. Da hattest du dann so in der nächsten Folge und dann war Feierabend erstmal. Okay, gut, dann tut mir das leid, für die mich vielleicht nicht verstanden haben. In der nächsten Folge wird auf jeden Fall nochmal was ganz Schönes kommen. Falls ihr mich doch verstanden habt, ich werd dazu jetzt nicht weiter eingehen, beziehungsweise näher drauf eingehen. Lasst euch auf jeden Fall überraschen, es wird auf jeden Fall was Spaßiges. Eine sehr schöne Geschichte. Warum ist die Hölle Ups. los? Ja, dann macht er die Hölle mal weg, würde ich sagen. Oh, ich habe schon Kolben, sehr schön. Hast du einen Flammenwerfer? Kann man Flammenwerfer, den bauen? du weißt schon, dass wir hier bei Na, Minecraft leider sind, oder? nicht. Was? Weißt schon, Aua! Du Es weißt gibt schon, einen dass wir hier Minecraft. Waffenmod, da gibt es einen Flammenwerfer. Ich habe die Ja. Dampfmaschine des Bastlers fertiggestellt, my lord. Meister. Mein Lord. Ich habe die Dampfmaschine fertiggestellt, my lord. Ja, Meister. Igor ist ein guter Junge. Wohin damit? Oben, Oh. unten? Komm. Rechts, links? Da, okay. Ich folge dem grünen hässlichen Männchen, alles klar. Folge dem grünen hässlichen Männchen. Geht Ich jetzt kann auch leider mit, gerade nicht mehr oder? sprinten, weil ich nicht. Bitte? Geht jetzt auch mit, oder was? Wenn du sagst, Folge dem hässlichen grünen Männchen? Ja, der ist hier auch. Ich weiß nicht, der läuft hier immer rum. Genau dahin. Ja. Da-da! Oh, Oh, was sieht war die geil was aus jetzt ins denn Fax, los? ey, ohne Witz. Ich glaube, ich habe Immer gerade so ein wenn paar man das Fax dann erstmal FPS-Lags. Das reinziehen, ihr habt tut das ganz leider ein vergessen. bisschen leid. Das ist jetzt in dieser Folge sehr doof. Ich weiß jetzt nicht genau, woran das liegt. Jetzt geht's aber wieder. Ist immer so ein bisschen zeitweise. Habt da einfach ein bisschen Verständnis für. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich das in den nächsten Folgen beheben kann. Du solltest dir auf Wie? jeden Fall angewöhnen, ein bisschen zu sagen, was du machst, Hermann. Für die Leute, die Also. jetzt nicht wissen, was das hier zum Beispiel ist, die Walzmaschine. Das ist natürlich, ich bin nicht so gewohnt gerade bei Minecraft. Ja, ich weiß, du bastelst immer so vor dich hin und redest mit keinem. Ich kenne dich, aber. Ist so ein bisschen Eigenbrötler. Macht aber nichts, Ja, kommt noch, wenn deswegen ihr sage ich selber. ja immer hier Igor und Meister. Nimmst du eigentlich auch aufs Hermann? Nein? Nee, weil wenn er aufnehmen würde, müsste er mir das wieder zukommen lassen, damit ich das wieder reinrendere mit Camtasia und bla, oder mir müsste ihm meine Aufnahmen zukommen lassen. Das wäre relativ nervig. Bei Weil mir wir haben eben wir ja ein und denselben kein Ding Kanal. haben. Ja, ganz genau. So, jetzt muss ich aber auf jeden Fall nochmal hoch. Hoch nämlich was zu essen. Haben wir eigentlich schon Strom?
Nee, ne? Wir sind gerade dabei quasi. Ah, ihr seid gerade dabei. Ja, siehst du, guck mal. Wir haben gerade unsere erste Dampfmaschine aufgestellt. Das sind meine Elektriker, die haben alle einen kurzen in der Hose. Was, Jan? Ja? Ja, glaube ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich bin da auch nicht so mit einverstanden. Bist du nicht mit einverstanden? Nein, da bin ich nicht mit einverstanden. Mir fällt gerade ein, ich könnte eigentlich mal diese ganzen Rahmen, die ich gefunden habe, in den Bienenstock reintun, wenn ich hier schon Bienen anfange, ne? Wäre schon ziemlich cool, dann wären die Bienen auf jeden Fall produktiver. Ich zeige euch das jetzt auch nochmal eben mit den Apiaries. Ich habe euch die zwei jetzt gerade mal von außen gezeigt, aber jetzt gucken wir mal eben rein. Jetzt seht ihr hier so Bienenhäuser. Ist jetzt leider gerade zwar nichts drin. Links ist was drin, wie gesagt. Ja, das ist ja erstmal eine Spinne, ne? Die gibt gerade ziemlich auf die Eier. Oh, ich find's so schade, dass da ein Aufzug-Mod nicht mehr gibt. Ach, den Elevator, ja, das stimmt. Ja. So, dann gucken wir hier nochmal eben rein. Hier seht ihr auf jeden Fall, da ist eine waldige Königin. Hier ist ganz einfach, ihr macht eine Drohne und eine Prinzessin, dann arbeitet das hier hoch und. Kann er mal eine Drohne reinschmeißen hier? Genau, das ist eine Drohne. Max. Da oben, wo jetzt die Königin ist, kommt halt eben eine Prinzessin rein und dann arbeitet Spezies. Das hoch. Hopp, hopp, ihr habt kein Schwert. Hopp, hopp. Und bitte? Ja, arbeitet oder entwickelt sich, wie auch immer man es nennen möchte, hoch zur Königin und die läuft dann halt eben hier runter. Die hat quasi gerade, was ihr hier angezeigt bekommt, ist halt eben her. So diese Lebensanzeige, die läuft dann runter und dann droppt die halt eben neue Drohnen, Farben und halt hat eben der dann Block? Neue Prinzessin. Oh, guck mal, da haben wir der auch einen Block geklaut. Ich habe eine Enderperle. Sehr schön. Dann bring her, wenn du welche hast. Wir brauchen die ganz dringend. Warum? Ich glaube, du hast nichts gegessen. Ja, das ist normal bei mir. Das kennen die Leute nicht anders von mir. Dass ich immer an Hunger sterbe. So. Das wäre natürlich ein sehr unglücklicher Tod. Ja, lustigerweise, ich habe 20 Steaks dabei. Also, wenn das so ist, ich nehme die wohl. Da ist noch ein Enderman, hinter dir. Ja, ihr habt den Mixer gepult. Gehen wir hier einfach nochmal wieder ein bisschen unsere. Hier, voll die Verklopper-Folge hier. Unglaublich. So. Wir sollten vielleicht hier irgendwie mal schon so ein Ding drüber machen. Entschuldige. Das ist ja schon fast ein passender Titel. Diamanten und Gewalt. Diamanten und Gewalt. Wir können natürlich auch den Titel nehmen, Blutdiamanten. Da müsstest du aber die Action gehabt haben, bevor du die Diamanten gefunden hättest. Ja, stimmt, aber ich finde das mit der Uhr hier ziemlich cool. Das habe ich noch nie so gemacht. Das ist echt ganz praktisch, wenn man so unter Tage ist. Ah, Mann. Ja, Leute, ihr seht das schon. Wenn ich hier sterbe, dann bestimmt nicht, weil ich verhungere, sondern weil ich von Kies erschlagen werde. Und das kennen die, das Problem. Dito. Ja, da bin ich mit dir in einer Meinung. Wo sind hier die Enderperlen drin? Ja, da klopften also, hier schon wieder so unfreundlich an die Tür. Was ist denn hier los? Ach, mal, ob meine Güte. Ich weiß nicht, was ist, aber. Ach nein, wir wollen ja. Die unfreundlichen Nachbarn. Nee, glaube ich nicht. Das war irgendwie. Der war ein bisschen sehr grün. Weiß jetzt nicht. Der sah nicht so gut aus. Ich glaube, der hat was Schlechtes gegessen. Ihr habt das AKW noch nicht so fähig gebaut, oder? Dass es hochgegangen ein ist und angefangen ein hat zu strahlen. Ein halbmutierter Zeuge Jehovas. Naja. Deswegen war er grün. Ist in Planung. Atomkraftwerk? Ihr hört das schon. Scheiß AKW auf Atome. Das Atomkraftwerk ist in Planung. Also ihr könnt euch definitiv noch freuen. Es wird auf jeden Fall eine sehr lustige Serie. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei den Spezies da oben das AKW noch ein paar Mal hochgehen wird, bevor die das endlich hinkriegen. Na, warum ist sicher, also, dass mit der ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher für einen Fusionsreaktor, aber okay. Ja, ja, der kippt danach. Das ist AKW-Fusionsreaktor. Wir brauchen ja, Max. Ihr hört das hier, Leute. Das macht mir gerade schon ziemlich Angst. Max, das kennst du ja noch gar nicht. Man braucht erst für ein Dings, für einen Fusionsreaktor brauchst du ein AKW wahrscheinlich, um das zu betreiben erstmal. Da machen wir ein plutoniumbetriebenes AKW. Was? Ja, das ist der instabilste Stoff überhaupt. Jan kriegt Gänsehaut. Also Leute, ihr macht mir definitiv gerade Angst, muss ich mal ganz klar dazu sagen. Kann ich verstehen. Hatte ich am Anfang auch immer, vor allem weil der Hermann den Setup für das Atomkraftwerk macht. Wenn ihr anfangt, das Plutoniumkraftwerk oder das Atomkraftwerk zu bauen oder zu entwickeln oder wie auch immer, dann sagt Bescheid, dann nehme ich da definitiv einen Tutorial auf. Wie mache ich es nicht? Nee, das wird selbst wenn es hochgeht, wird es nicht schlimm.
Du wirst davon nicht viel mitkriegen, weil das meiste muss ich selbstständig offline auf dem Computer dann selber programmieren dafür. Ja, Da schade. ich ja mit dem Mod Computercraft selbst gesteuert mache. Ja, schade. Dann werdet ihr davon leider nicht ganz so viel sehen. Tut mir leid für euch. Ich werde das aber bestimmt noch mal im Singleplayer selber probieren. Das allerdings in einem anderen Projekt. Wir können es ja gerne mal so Das dann mit dem Titel, wie macht man's nicht? Jan, wir können ja dann Genau. gerne mal, wenn es dann stabil läuft oder sowas, ein Tutorial zusammen aufnehmen. Ja, Ja, definitiv. definitiv. Also ich würde mir das definitiv gerne angucken, weil ich muss sagen, so Fusionsreaktoren etc. habe ich noch nie gebaut. Ich habe da immer andere für gehabt. Nein, aber weiß ich nicht. Also ihr werdet definitiv feststellen, ich bin halt eben nicht so dieser technikbegabt. Ich bin dann halt eben eher so dieser friedliche, dieser Naturbetriebene, Also eher der beziehungsweise Forestry-Typ. genau, so dieser Naturverbundene. Biogasanlagen, Wäldern und sowas. Schön die grüne Energie, wenn mir die Ja, Atomenergie. wobei ich mache auch wieder meine Forestry-Farmen und Ja, sicher, meine aber wenn wir. Forestry-Maschinen und so. Naja, Ja, mir wäre. Ich wär. also das definitiv nicht. Ich bin halt eben so, ich komme halt eben so mit einem Stirling-Motor, Redstone-Motor, komme ich eigentlich schon ganz gut klar. Ist mir zu langsam. Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kriege ja meine Zentrifuge, ich kriege da meine Zentrifuge, ich kriege da meine Schreinerei, meine Presse kriege ich alles mit betrieben. Das ist wunderbar, das ist eigentlich gar kein Problem. Also ich kann mich darüber nicht Ich beschweren. kann da dann gerne Atomstrom dafür zur Verfügung stellen. Genau. Willst du jetzt einen auf Mr. Burns machen oder was? Wenn ich die Rechnung nicht bezahle, riss mir Strom ab. Toll. EWÖ lässt Genau. grüßen. Übrigens, wir werden hier natürlich nicht in dieser schäbigen Höhle bleiben. Wir werden das alles hier ausweiten. Wir machen hier nur unseren Anfang quasi. Da läuft unser Dampfmaschine des Bastlers. Sie Genau. läuft. So, Der Name. ja, wie es halt eben der Name von meiner ersten Folge schon sagt, der Anfang des Imperiums. Ja, klein haben wir angefangen. Wer jetzt noch sagt so, der Anfang des Imperiums klingt ein bisschen Star Wars-mäßig, wartet mal ab, so in. Ja, ich will mich da jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen. Ich sag mir jetzt so, innerhalb der nächsten 10, 11 Folgen werdet ihr definitiv sehen, da wird sich definitiv einiges machen. Ich denke mir, wir werden jetzt noch so ein, zwei Folgen unter Tage verbringen, beziehungsweise die nächste Folge eher nicht. Nein, das würde ich jetzt nicht machen da. Die nächste Folge, ja, verdammt, ich wollte euch das eigentlich nicht verraten. Wir haben ja schon einen Computer. What the fuck? Ja, warte, ich schreibe dir nachher die Zeit genau auf, wie das im tickt. So in zwei Oh, Sekunden der Schritte. hübsch. So, was machen wir denn als nächstes, damit ich jetzt mal hier ein bisschen Überblick habe und so? Als erstes hat die, wenn damit einverstanden bist, würde ich als erstes halt, bevor wir jetzt großartig mit Lava oder sowas loslegen, eine kleine grüne Energieversorgung herstellen. Heißt Biogas oder wolltest Ja, bauen Plant Bock Bound ein Earth? Harvester. Also Bock Jungs, Earth und Plant Bolt. wie habt ihr euch das jetzt eigentlich gedacht? Wollen wir jetzt hier vor? Fangen wir jetzt hier vorne mit Industrie an oder fangen wir hier vorne mit Dorf an? Nee, wir machen So schon so am. ein Wohndorf hier erstmal Ach so, und gut. Nee, Industrie kommt schon gesondert. deswegen baue ich ja erstmal die Maschinen und etc. weil sonst hätte ich jetzt angefangen, hier so langsam eine kleine, ja, so eine Produktionshalle hinzubauen. Da muss ich aber gleich mal ein bisschen weiter weg, dann mache ich das da. Haha. Was ich jetzt gemacht hätte, wir hätten jetzt hier, könnten wir zum Beispiel mal so ein Dach drüber machen hier, mit Sag ein doch paar Zäunen und dann könnte man. Bescheid, bevor ich wieder runtergehe. Ja, ich weiß nicht, ich wollte dich jetzt nicht stören hier mit dem. Hier so ein Dach drüber machen und dann könnten wir hier halt so die Mine anlegen. Dass wir hier unten halt unsere Dinger reinsetzen und alles und Minen und bla bla bla, unsere Turtles und so weiter. Okay, ja. Dann könnten wir hier unten halt unsere Rohstoffe abbauen. Dann hätten wir hier halt schon die Mine fürs Dorf quasi. Das Portal Ja. kommt auch noch weg, aber das ist halt gestern Ja, also, provisorisch. Wir mussten ja, in also das Nether Portal. und ja. Also das Portal würde ich definitiv sagen, das machen wir auch nochmal unterirdisch, weil das mit dem Geräuschpegel, das ist definitiv, ihr hört es jetzt selber, Ist ist schon sehr nervig. störend. Und bei mir wird die Tage auch noch Optifine draufkommen, damit das Ganze hier mit dem Portal und mit dem Glas und alles noch ein bisschen besser aussieht, aber das muss ich erst wieder reinkriegen in das Pack und. Bäh. Ja. Muss ich erst wieder Gesagt, rumbasteln. wir sind jetzt halt eben hier bei Feed the Beast. Wir sind jetzt alle komplett von vorne angefangen. Ich glaube, wir haben es teilweise schon nicht mehr drauf gehabt und wenn, dann nur noch in der so Ursprungsform. Also ich werde definitiv nur in den nächsten Folgen feststellen, dass wir doch einiges machen. Ich werde mal so ein bisschen Kupfer und sowas einschmelzen, ne? Werden wir bestimmt bald Oh, mal da ist brauchen, ein Skelett, Bronze und so. da wollen wir jetzt aber nicht hin. Haben wir denn überhaupt Zinn? Oder hast du es schon verbraucht? Ja, Mann. Ich bin jetzt fertig schon.
Achso. Okay, ja dann. Dann schmelze ich halt keinen Sinn ein. Schmelze ich halt nur Kupfer ein. Gleich expected. Und wir brauchen voll schnell ein Ding. Einen Macerator. Auf jeden Fall. Ja, auch hier, wie ihr seht, für die, die halt eben Fit for Beast noch nicht so kennen, gibt hier jetzt auch viele neue Erze, so gerade, wenn wir jetzt hier einfach mal drauf gucken, Quarzkristall, das. Also es hat sich definitiv viel im Gegensatz zu Packet oder Standard Minecraft getan. Ihr hört das auch schon so die ganze Zeit, Atomkraftwerk hier, Atomkraftwerk da und solche Scherze. Also, wie gesagt, für den, der das nicht kennt, ist es auf jeden Fall ein sehr lohnenswerter Mod. Ja, aber es muss man vielleicht dazu sagen, ist jetzt auch kein Mod, wo du von heute auf morgen drin bist. Also da ist das schon viel Lesearbeit und wie mache ich das, wie mache ich dies, nachschauen und. Definitiv. Also ich muss jetzt von mir aus dazu sagen, ich spiele jetzt quasi eigentlich schon so Fit for Beast. Das hier ist ja jetzt so die Ursprungsform, spiele ich jetzt schon, ja, seitdem es rausgekommen ist. Also. Wow. So, und das, wie lange ist das jetzt? Bestimmt schon anderthalb Jahre? Oh, es gibt's auf jeden Fall schon eine ganze Weile, ja. Ja, und ich muss dazu sagen, ich kenne immer noch nicht alles. Oh, guck mal, da haben wir schon. Oh Mensch, da haben wir einen Computer. Wie geil ist das denn? Ja, das wird unsere Hightech-Uhr. Guck mal. Ja. Oh, guck mal eben rein. Zack. Bring Startups, Zeile 3. Ja, unser Hermann ist gerade wieder am Programmieren. Zeile 3 ist gleich. Oh. Aber wenn ihr wirklich mal irgendwie, könnt ihr jetzt mir auch gerne, also uns auch persönlich hier auf dem Kanal gerne schreiben, also mir und Hermann, ein Tutorial über irgendeinen Technikmod oder sowas haben wollt, wenn ihr sagt, boah, der sieht voll geil aus, wie funktioniert das, das ist voll kompliziert, bla bla bla, ich komme damit nicht klar, dann sagt Bescheid. Der kleine Mann wird uns helfen und ich und der kleine Mann hier werden euch das erklären, wenn ihr das gerne haben möchtet. Genau, also. Das mit du. Auf jeden Fall. So, ich bin mal ganz kurz gemutet. Ja, quatscht ja bestimmt noch weiter, ihr beiden. So, oder auch nicht. Ist gerade bei mir alles hängen geblieben, oder? Oh, ja, Tatsache. Unglaublich. Seid ihr noch da? Come on! Nein, mein Internet hat sich gerade verabschiedet. Alles klar. Bis gleich, Leute.